Okay, speichern. Okay, langsam habe ich. Ja. Die meisten Funktionen kenne ich halt, weil ich parallel gerade Xenoblade Chronicles auf dem New 3DS spiele. Also zumindest kenne ich mal den Anfang. Muss mich nur ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. Ist halt schon was anderes, wenn man so ein großes Pad in der Hand hält, vergleich zum 3DS. Alright, I'm feeling it. Now it's Ryan's time. You can definitely do this. Come on. Almost there. Right. Wow, down. Eat this. I can feel the power. That's what I'm talking about. So, okay, das ist die Frage. Nein, das ist die Karte. Was war jetzt? Ah ja, mit, genau. So. Ah nee, okay, ich kann mit den Levelaufstufen kann ich noch gar nichts machen, oder? Nee, das wird erst im Laufe des Intros freigeschalten. Aber ein bisschen. Haben wir den da hinten freigeschaltet. Na toll. Right, I'm feeling it. Let's keep up the pressure. Ring up. We're the best. Man, what a bunch of jokers. Den wollte ich jetzt eigentlich noch besiegen. Den kleinen Hasid. Man, what a bunch of jokers. Ich kommentiere jetzt halt nicht so viel, weil ich finde einfach die Kommentare, die sie machen, so geil. Mich würde trotzdem interessieren, wenn wenn du da bist, ob man mich dann trotzdem noch hört, sonst muss ich das Mikro lauter machen. Oder den Spielsound leiser, je nachdem. Wobei der Spielsound leiser ist etwas schwieriger. We win! Man, what a bunch of jokers! Now it's right time. Let's go! Come on, wow, we can do it! Man, didn't even break a sweat. Let's stay focused. I'm feeling it.
definitely do this. Take this. Now it's Ryan time. Ryan, you're a lifesaver. Come on, beat. It's over. Good thing I'm here. No? Anyone? Let's go. Come on, beat. Ryan, you're a lifesaver. Boom. Take this. Is that all you got? Let's stay focused. How good are we? Yeah, this is a good pace. Alright, I'm powering up. Ryan, you're alive. It's over. Man, what a bunch of jokers. We can definitely do this. Beat. In this. How good are we? Don't mess with the best. Come on! Backlash! Rage! Strike! Powering up! Split edge! Come on! Keep up the pressure! Alright, I'm feeling it! Almost there! Right! We can definitely do this! It's over! Who else wants some? Let's go! Right, you're a lifesaver! Almost there! Down. Take this! You never stood a chance! Good thing I'm here! No? Anyone? We can definitely do this! Eat this! Alright! Let's go! Taking shit. Not even a challenge. Piece of cake! Right time. Ha! Split edge! Boom! Appa! Wow! Damn! We're the best! Man, what a bunch of jokers! Und noch ein paar Mücken. Das schon wenigstens im Sommer dann nicht so. Beat! We can definitely do this! Appa! Take this! Eat this! Man, didn't even break a sweat. Let's stay focused. Here we are. I better stop in at HQ. You off to the weapon development lab? Yeah, when I've sold any parts I can't use. All right, see you later. Okay, jetzt bin ich alleine. Ah, B muss ich aktivieren. Okay. Und jetzt kann ich auch mich mit euren Leuten unterhalten. Und Quest annehmen. Okay.
Wer ist noch was, mit dem ich interagieren kann? Oder auch nicht. Nee. Und ganz wichtig ist, ich muss immer mit allen Leuten reden, die einen Namen drüber haben. Der hat jetzt keinen Namen. Weil dafür kriege ich nachher bestimmte Beziehungsquests und so weiter. Was mir da wiederum Boni bringen kann. Schon eine Quest erfüllt, oder? Ja. Manche Quests erfüllen sich eben auch einfach so, wenn ich schon was im Inventar habe. Ist auch ganz schlecht. Ich rutsche jetzt ein bisschen näher dran, dann ist das Mikro vielleicht ein bisschen besser. Georgis Curry. Ich lasse es jetzt sein, die Texte vorzulesen, weil es hat jetzt eh keinen Sinn, dadurch, dass meine Sprachaufnahme und das Bild ein bisschen hinterherhängen und dadurch, ja, kommt es eh ein bisschen hinterher. Deshalb lasse ich einfach ein bisschen so die Texte nebenher laufen. Kann man sich die nebenher durchlesen, sind ja groß genug. Und, sonst kann man sich die immer noch auf YouTube angucken. Okay, jetzt habe ich einen angesprochen mit einem Namen. Und weil sie einen Namen hat, hat sie jetzt eine bestimmte Verknüpfung mit mir im Harmoniediagramm. Das gucken wir uns gerade mal an. Das ist X. Und Harmonie ist... Nein, nicht hier. Hier. Hier erstmal natürlich die Harmonie zwischen mir und Raiden? Ja, keine Ahnung. Und hier haben wir die Bewohner von Kolonie 9. Rauszoomen. Ja. Und da haben wir jetzt zum Beispiel hier drüben. Können wir wieder reinzoomen. Die gute Sura. Und insgesamt haben wir noch keine so großen Beziehungen zu Kolonie 9. Weil wir haben für die ja noch keine Quest erfüllt. Aber später gibt es dann auch Möglichkeiten, Beziehungen untereinander, also unter den Bürgern, auszubauen. Und das hat wiederum den Vorteil, dass dann wieder sich neue Quests ergeben, neue Beziehungen, also es ist ganz interessant, dieses Feature. Mit was können wir dir helfen? Der Bewohner möchte für seinen Sohn eine Rüstung anfertigen. Besorge ihm fehlendes Material. Eine kleine Schuppe annehmen. Okay. Wenn wir über die stolpern, kriegt er die auf alle Fälle. Nein, die hat keinen Namen. Auch keinen Namen. Ich mache jetzt halt jetzt ein bisschen ausführlicher, weil auf dem 3DS rasche ich eigentlich relativ schnell durch und da ist mir halt so, ich hier Features sind mir am Anfang ein bisschen untergegangen. Ah, der Juwelenonkel. Tag Jungspund, ich habe hier was Interessantes für euch. Ach, ich wollte ja nicht vorlesen. Okay, wenn etwas stirbt, kommt ein Ätherkristall heraus. Einfach. Das Beste kommt jetzt. Haltet euch gut fest. Okay, damit kann ich Äther von Unreinigungen entfernen, befreien. Alles nicht.
Okay. Okay, wichtig, keine Ätherkristalle verkaufen. Ich werde jetzt auch keine Ätherkristalle sockeln, weil jetzt am Anfang nutzt das sowieso nichts, weil wir so schnell die Rüstung immer wieder wechseln werden.